Ich hatte ja im ersten Teil gesagt, was ist eine Funktion, also eine eindeutige Geschichte. Ne? Am besten, ihr guckt mal hier oben auf den Link vielleicht, oder ihr guckt einfach nochmal und geht auf diesen ersten Teil zurück, da ist es nochmal eindeutig erklärt. Weiter, was dazugehört, was ist eine Funktion zur Schreib- und Sprechweise mit Beispielen? Ihr kennt wahrscheinlich alle einfacherweise, y ist 3x plus 1 oder was auch immer. Oder manchmal steht da auch y ist gleich f von x ist gleich Punkt, 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 dann wieder 3x plus 1 oder irgendwas. Ich mag das mit den doppelten Ist-Gleichen nicht, weil eine Gleichung hat nun mal nur zwei Seiten. Deswegen kette ich das nicht aneinander, wird aber gerne gemacht. F von x ist 3x plus 1, so spricht man es. F von x ist gleich und dann das, was dahinter steht. Darauf komme ich gleich zu sprechen, das ist am besten für Schüler und für die Praxis später. Wenn ihr mal seht x und dann diesen Pfeil mit so einem Strich dran, 3x plus 1, das spricht man so, x wird abgebildet auf. Und auf die Abbildung, da könnt ihr dann hier mal auf links klicken. Und zwar links, wie funktioniert es mit Graphenzeichnen? Also grundsätzlich habe ich hier eine Playlist angefügt, da könnt ihr alle möglichen Graphen von den verrücktesten Funktionen zeichnen, gar kein Problem. Sogar ohne Wertetabelle, wer das schon weiß mit der Wertetabelle. Okay, also nochmal zum Besten für Schüler und Studenten. F von x ist gleich und dann kommt irgendwie 3x plus 1 oder x Quadrat oder Sinus von x oder g von x oder h von x und so weiter. Das macht man, damit man unterschiedliche Graphen in ein Koordinatensystem auch gut unterbringen kann oder die Funktionen unterscheiden kann voneinander. Wenn man nicht immer nur f von x schreibe, dann ist eigentlich immer nur die gleiche Funktion gemeint und dann darf ich eigentlich nichts anderes dahinter schreiben. Na gut, man dürfte aber auch durchaus sagen, blau von x oder grün von x, rot von x, was weiß ich, r von x. Nicht x von x, das ist doppelt gemoppelt, das bringt die Leute bloß durcheinander. Was dann nochmal mit dem Thema wird abgebildet kommt, das folgt dann nochmal im Teil 3 ausführlicher, damit das Video hier nicht zu lang wird. Warum ist das alles hier ein Vorteil, das hier? Naja, ihr kennt wahrscheinlich aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung P von E, die Probability, die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis. Also abhängig ist die, das heißt, es geht wieder um Abhängigkeiten, Zuordnungen zueinander. Und hier auch. Und in der Physik sieht man gerne mal S von T. Ist V mal T, also abgeleitet aus der Formel V ist S durch T. Es gibt dann Links zu diesen Sachen, zum Beispiel zu Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Wegzeitdiagramm und so weiter. Aber auch, wenn ich zum Beispiel sage, eine Fläche wird ja A ist A mal B zum Beispiel berechnet, Beispiel, ne? Ich nehme lieber G mal H, aber ist jetzt egal. Und ich möchte die aber maximieren, also mit wenig Zaun auskommen. Dazu werde ich dann übrigens auch noch einen Link anfügen hier oben. Hier immer auf das i achten, könnt ihr euch raufgehen, dieses Video wartet hier. Da macht man es ja so, dass man sagt, naja, im Moment kann A oder B irgendwie irgendwelche Werte annehmen, also schreibt man ruhig, A ist abhängig von A und B. Wenn ich dann zum Beispiel sage, B ergibt sich als immer die doppelte Seite von A, dann kann ich das statt des Bs das einsetzen und dann habe ich ja ausführlich, ja, ein bisschen runterscrollen, ausführlich A. Von a ist nur noch von diesem a abhängig und zwar ergibt sich aus der Berechnung 2 mal a Quadrat, wenn ich das hier so gemacht habe. Aber da gibt es dann spätere Sachen dazu. Das soll jetzt nicht Gegenstand der ganzen Sache sein. Ich werde jetzt hier zum Schluss noch Links anfügen, die weiterführen bzw. auf den dritten Teil schon mal führen oder was auch immer mir da Vernünftiges einfällt. Ich hoffe, das hat schon mal geholfen und dann sehen wir uns im dritten Teil wieder. Bis dann. Tschüss.